Der unmögliche Sprung in Super Mario Odyssey. Yo, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und bevor das Video losgeht, will ich einmal kurz Stellung nehmen zu dem letzten Speedrun Video. Da gab es viel Hate aufgrund der Definition von einem Speedrun, Leute. Und ich habe ja gesagt, dass es ein Videoformat ist, wo ich das in verschiedene Parts aufteile. Und ich habe auch keine verschiedenen Splits, also keine Zeitsplits dort eingebaut, sondern ich habe einfach nur geguckt, den ersten Abschnitt, die ersten drei Königreiche, wie schnell ich die in meinen persönlichen Rekord, deswegen auch Rekord, es war gar kein Weltrekord, ich habe nicht Weltrekord reingeschrieben, sondern einfach nur Rekord, weil es halt mein persönlicher Rekord auf dem ersten Abschnitt war von meinem Speedrun Format. Deswegen, wenn das ein bisschen undeutlich formuliert war, Leute, dann entschuldige ich mich. Ich würde sagen, heute kümmern wir uns mal ein Thema, und zwar der unmögliche Sprung in Super Mario Odyssey, und zwar im Metro Kingdom. Ich habe das nämlich bei Game Explain wieder gesehen und dort haben die auch darüber ein Video gemacht und die Leute von Game Explain haben es nicht geschafft. Ja, sie haben nämlich ein Video genommen von einem Super Mario Odyssey Spieler auf Twitter, der diesen Sprung angeblich geschafft hat. Ich habe mir das Video natürlich reingezogen und habe dann wirklich mehrere Minuten, wenn nicht sogar über eine Stunde, ich glaube, ich war über eine Stunde, habe ich probiert, diesen einen Sprung auszuführen, Leute. Ihr seht es. Normalerweise kommt nach New Donk City über diese kleine Lichtkugel und dann durch das Drahtseil und dann kickt die Musik rein und dann ist man dort. Ich habe selber schon mal einfach so probiert, darüber zu springen, aber es ist mir nicht geglückt, Leute. Und es geht auch wirklich nur mit dieser Technik, die ich euch zeige. Also ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Ihr seht es, ich bin die ganze Zeit runtergefallen. Ich habe es nicht geschafft, darüber zu springen. Und ich bin auch ehrlich, Leute, wenn ihr das schafft, dann seid ihr schon wirklich ziemlich krass in Mario Odyssey, was das Movement betrifft, weil es ist wirklich nicht einfach, aber ich kann mich dazu zählen. Ich habe es geschafft, Leute. Nach so vielen Versuchen, nach hunderte Malen runterfallen, habe ich es dann auch geschafft. Und hab den perfekten Winkel erwischt mit dem perfekten Movement und die perfekten Sprünge. Und zwar erkläre ich euch das einmal kurz. Ihr müsst erstmal eine Stampfattacke machen und von der Stampfattacke könnt ihr dann Y drücken und nach vorne den Stick ziehen, dass ihr sozusagen gleich mit Vollspeed in die Rolle reingeht. Und da ist die Sache, ihr müsst erstmal eine gewisse Zeit auf dem Boden mit dem Arsch geklatscht sein, damit ihr in die Rolle geht, weil ansonsten schmeißt ihr Cappy nur so vertikal nach vorne. Und bis ich das erstmal rausgefunden habe, hat es auch erstmal einige Zeit gedauert. Obwohl ich mich schon sehr viel mit Mario Odyssey beschäftigt habe, habe ich diesen Move, beziehungsweise mit der Stampfattacke, dass man dann sofort einfach nach vorne dashen kann mit der Rolle. Das wusste ich nicht, Leute. Das habe ich auch neu dazugelernt. Auf jeden Fall muss man das machen in den perfekten Winkel, den ihr hier seht. Und um den perfekten Winkel rauszukriegen, habe ich mich immer dahingestellt und Cappy nach vorne geworfen, sozusagen als kleines Fadenkreuz, als kleines Aiming, dass ich genau gerade stehe. Dann habe ich einfach die Stampfattacke ausgeführt, direkt eine Rolle und an der äußersten Kante, an der kleinen Ecke, habe ich dann einen Longjump ausgeführt. Und der Longjump muss wirklich ziemlich long sein. Er muss wirklich fast unter der Plattform sein, wo ihr am Ende landet. Und dann macht ihr daraufhin einen Wurf mit Cappy, wo ihr dann drauf landet. In der Luft macht ihr dann nochmal einen kleinen Schlag und dann wiederum müsst ihr wieder einen Hechtsprung machen und wenn ihr dann wirklich, wirklich alles und den kompletten Radius ausgenutzt habt, dann landet ihr auf der äußersten Kante von dieser Plattform und habt es geschafft. Ich konnte es gar nicht fassen, ihr seht es hier, ich habe mich einfach gefreut, als ich es geschafft habe. Wie gesagt, ich würde mich einfach darüber freuen, wenn ihr es auch mal ausprobieren würdet. Es ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es lohnt sich, es ist einfach geil, wenn man es geschafft hat. Und wenn ihr es geschafft habt, schreibt mir mal auf Twitter, ob ihr es geschafft habt oder eventuell sogar einen kleinen Clip anhängen. Man kann ja mit der Switch aufnehmen und das anhängen. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten war es das mit dem kleinen Video. Ich werde jetzt die nächsten Tage auch mal wieder ein paar Top-Listen machen über Mario Odyssey und allgemein noch spannende Themen. Es gibt noch viele geile, lustige Sachen, die man noch behandeln kann über Mario Odyssey. Das Thema ist ja noch lange noch nicht ausgelutscht und es ist wirklich eines, wenn nicht das beste Spiel aller Zeiten. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.